Im Gaza-Krieg hat die israelische Armee nach eigenen Angaben bislang etwa 9000 Hamas-Terroristen getötet. Unter ihnen sollen mehr als 70 hochrangige Mitglieder sein. Das israelische Militär veröffentlichte die Zahlen anlässlich des 100. Kriegstages am gestrigen Sonntag. Auch heute gehen die Angriffe auf Ziele im Gazastreifen weiter. Am Morgen wurden von dort erneut Explosionen gemeldet. Unterdessen bangen die Angehörigen der Geiseln weiter um das Leben der Verschleppten. Noch immer sollen sich nach israelischen Angaben 132 Geiseln im Gazastreifen befinden. Für deren Freilassungen gingen Tausende gestern wieder in Tel Aviv auf die Straße. 30 Meter Hamas-Tunnel, nachgebaut mit Kriegsgeräuschen. Viele Menschen wollen erahnen, was ihre Verwandten und Freunde in Geiselhaft gerade durchmachen. Klaustrophobisch, traurig, herzzerbrechend, sehr, sehr schwierig, ein hartes Erlebnis. Shani Yerushalmi ist mit ihrer Familie und Freunden zum sogenannten Platz der Geiseln mitten in Tel Aviv gekommen. Ihre Schwester Eden ist eine der 136 Geiseln, die von der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Gestern musste ich zum ersten Mal so richtig weinen. Also wirklich so richtig, weil ich und meine ganze Familie spüren, dass die Zeit gegen uns spielt. Die Aktionen zu 100 Tagen Geiselhaft finden, wie hier in einem Krankenhaus, im ganzen Land statt. Hunderte Unternehmen unterbrechen die Arbeit, die Börse handelt 100 Minuten nicht und ein großer Protestmarsch soll den Druck erhöhen, die Geisel nach Hause zu holen. Nicht in meinen schlimmsten Träumen hätte ich mir vorstellen können, heute hier zu stehen. Schon nach einer Woche schien es so lange zu dauern. Jetzt sind es 100 Tage, ohne dass die Geiseln Medikamente bekommen, ohne dass sich um die Verletzten gekümmert wird. Auf dem Platz der Geiseln wissen viele, dass eine Fortsetzung des Krieges ihren gefangenen Freunden und Verwandten in Gaza jeden Tag das Leben kosten kann. Nachgefragt in Tel Aviv bei meinem Kollegen Oliver Feldwort. Gibt es überhaupt noch irgendwelche Lebenszeichen vor den Geiseln? Es gibt in der Regel oder in den letzten Wochen sehr wenig Lebenszeichen. Ganz ab und zu ein Video und so auch heute Nacht wurde ein neues Video der Hamas veröffentlicht, in der drei Geiseln zu Wort kommen. Man muss da sehr vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wann das gedreht wurde. Die drei Geiseln bitten um ein Ende des Krieges und um einen Weg zurück nach Israel. Die Geiseln, die vor 50 Tagen freigelassen wurden, hatten berichtet, dass sie aufgefordert wurden, dass ihnen konkret gesagt wurde, was sie in solchen Videos zu sagen haben. Es gibt eine Verständigung bei den israelischen Medien, diese Videos nicht zu zeigen, nur Stills, also Fotos davon zu zeigen. Und auch die Angehörigenorganisation bittet immer darum, dass diese Videos nicht veröffentlicht werden, weil sie sind ganz klar Teil der psychologischen Kriegsführung. Es hat ja von Anfang an diesen Druck der Angehörigen auf die israelische Regierung gegeben, die Geiseln frei zu bekommen. Wie ist das in den vergangenen 100 Tagen gewesen? Hat sich womöglich die Tonart etwas verändert? Ist der Druck der gleiche geblieben? Die Tonart ist sicherlich aggressiver geworden oder deutlicher. Die Forderung, lasst sie jetzt frei, holt sie jetzt raus, now, ist sehr, sehr deutlich, ist zu einer Art Schlachtruf geworden. Aber das war es auch schon in den letzten Wochen, muss man sagen. Die Angehörigen sind sehr gut organisiert. Sie machen sehr viel Druck hier. Sie nötigen immer wieder das Kabinett, was eigentlich auf Abstand gehen möchte, so mein Eindruck, mit ihnen zu reden. Eigentlich möchte Netanyahu und seine Regierung diesen Krieg fortführen, aber sie wissen natürlich, dass das Leben der Geiseln gefährdet und deswegen machen sie ja immer eine Art Balanceakt und sagen, es ist der einzige Weg, die Geiseln freizubekommen, die Hamas weiter militärisch unter Druck zu setzen. Ob das so ist, kann man bezweifeln. Die Angehörigen tun das ganz klar und sagen, das gefährdet das Leben unserer Freunde und unserer Verwandten. Hört mit dem Krieg auf, holt sie jetzt raus, macht einen Deal. Sie haben ja gestern bei dieser Kundgebung mit zahlreichen Angehörigen selbst gesprochen. Wie ist Ihr Eindruck? Haben diese Menschen die realistische Hoffnung, dass die Geiseln noch freikommen? Oder ist das eher Zweckoptimismus? Was ist realistisch, wenn man seinen Sohn im Gazastreifen in einem Tunnel vermutet, wenn man seinen Mann, seine Frau unter Umständen Diabetes oder krebskrank dort gefangen weiß und man weiß, dass die Medikamente nicht den Weg zu ihnen finden? Da stirbt die Hoffnung zuletzt, da ist eine große Hoffnung, da ist eine große Verzweiflung, da ist auch eine Verständnislosigkeit, dass die Welt
ihr Schicksal, das der Angehörigen, vor allen Dingen das der Geiseln so nicht wahrnimmt und auch nicht entsprechend respektiert. So ist die Wahrnehmung der Angehörigen. Aber ja, es ist noch eine Hoffnung. Es haben über 100 Geiseln den Weg in die Freiheit gefunden. Und es gibt die Hoffnung, dass die verbliebenen Geiseln ebenfalls zurückkommen können. Und deswegen lässt man mit dem Druck nicht nach und setzt auch nach wie vor auf den Vermittler Katar. Israels Premierminister Netanyahu spricht ja jetzt davon, dass der Krieg noch viele Monate dauern werde. Erinnern wir uns, Ende des vergangenen Jahres, da war eher noch von mehreren Wochen gesprochen worden. Wie kommt es denn jetzt zu dieser neuen Einschätzung? Das Militär merkt, wie schwierig es ist, einen Krieg zu führen gegen eine Terrormiliz, die sich hinter Zivilisten versteckt. Es führt zu großen Verlusten unter der Zivilbevölkerung in Gaza, was wiederum die israelische Regierung unter Druck setzt. Und man merkt, es dauert. Es führt natürlich auch zu Verlusten bei der israelischen Armee. Ein Häuserkampf, ein Straßenkampf, ein Kampf in Tunneln unter der Erde ist verlustreich für beide Seiten. Und es dauert. Und die israelische Armee sieht, glaube ich, auch zunehmend realistisch und versucht, das auch der Politik klarzumachen hier im Land, dass man es nicht schaffen wird, die Hamas komplett militärisch zu eliminieren. Man wird sie wahrscheinlich schwächen können, man hat sie bereits geschwächt, man wird sie weiter schwächen können, wenn man Zeit bekommt auf der militärischen Seite. Aber das wird eben alles dauern, der Druck steigt und deswegen stimmt Netanyahu, das Volk Israels, also die Bevölkerung hier, aber natürlich auch die internationale Welt darauf an, dass es noch sehr lange dauern wird. Gleichzeitig gibt es immense Kämpfe auch im Kabinett. Die Nacht übertagte das Kabinett hier in Jerusalem mit dem Versuch, die Finanzen zur Verfügung zu stellen. Es muss ein Nachtragshaushalt her. Der Krieg kostet Milliarden. Das Land muss mehr Geld bereitstellen. Und die Koalition Netanyahus konnte sich auch in dieser Nacht wieder nicht einigen, wie das hinzubekommen ist. Vielleicht abschließend noch der Blick auf die aktuelle militärische Lage. Wie stellt die sich heute dar? Es ist schlechtes Wetter seit mehreren Tagen hier in Israel und in Palästina. Das bedeutet, es ist ein Kampf bei Regen, Kälte, Matsch. Das ist fürchterlich für die Zivilisten, die unter irgendwelchen Zeltbahnen hausen müssen. Das ist schwierig für die Soldaten. Das ist ein großes Problem in Gaza. Dort gehen die Kämpfe vor allem im Süden unvermittelt weiter. Im Norden, wo doch viele mit bangem Auge in Israel hinschauen, was macht die Hisbollah? Kommt es zu einer zweiten Front Richtung Libanon? Gab es zwei tote Zivilisten, eine Mutter und einen Sohn, die beim Mittagessen von einer Panzerabwehrrakete getroffen wurden, die aus dem Süden Libanons abgeschossen wurde und direkt ihr Wohnhaus traf. Das ist leider, muss man sagen, inzwischen die normale Eskalation im Norden. Es kommt immer wieder zu Beschuss. Der große Schlag bleibt aus. Es scheint nach wie vor so zu sein, dass die Hisbollah und die dahinter stehen, die Iran, nicht an einer großen Eskalation interessiert sind und die israelische Seite auch nicht. Aber es kommt immer wieder zu Toten und Verletzten, wie jetzt gestern Abend auch. Danke. Oliver Feldfort in Tel Aviv.